Ach, wie lustig, wenn ich Shift mache. Nur so jetzt nebenbei ist mir aufgefallen. Dann kann ich also die Fackel hochheben. Das ist lustig. Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Gefallene Engel der Gothic 2 Modifikation. Ja, wir haben es jetzt rausgeschafft. Ich habe abgespeichert und wir sehen, jetzt ist meine Fackel futsch. Und es ist immer noch sehr dunkel, also 2:21 Uhr. Ich möchte jetzt so nicht weitermachen. Wir wollen ja auch schließlich was sehen. Deswegen werde ich wohl mal wieder zurückgehen und erstmal schlafen. Oh. Ja, das ist ein weiblicher Gang, also Männer gehen ja anders, mehr so O-Beine. Gabriela. Ja, und jetzt? Ach so. Aha. Also der bestraft mich nicht dafür, dass ich mal ausgebüxt bin. Das finde ich cool. Der erste Teil war ein bisschen leise. Ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, man kann jetzt auch nachher die Konversation hier besser verstehen. Bis zum nächsten Morgen schlafen machen wir das mal. So. Jetzt sind wir wieder ausgeruht und geschlafen. Wir haben geschlafen und sind ausgeruht. Das wollte ich damit meinen. Ja. Und wir haben natürlich hier den armen Paul irgendwie verflucht. Die Pest an den Hals gewünscht. Und wir haben jetzt nur noch 3 Tage Zeit, weil ich ja jetzt gerade eben geschlafen habe, ihn wieder zu heilen. Sonst würden wir hier nämlich bei den blöden Männern, ich sage jetzt mal, okay, bis auf Nopse sind sie alle blöd. Egon, warum sitzt er jetzt hier? Bitte für mich? Naja. Die sind ja alle am Rumlungern hier. Was ist denn hier los? Ah, hier sind die Fliegen. Hey du. Nopse. Ende. So. Erstmal gucken, ob Manuela noch was zu sagen hat. Nur tschüss. Das heißt, ich muss wieder raus. Weil, wenn wir jetzt mal in die Lok gucken, Fahrt zur Hölle. Silvio ist sauer auf mich, weil ich Paul krank gemacht habe. Es scheint doch etwas an ihm zu liegen. Das heißt, ein Kreuz für das Lager. Einen schweren Ast. Da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwo da einen schweren Ast finden. Ich hoffe, das werden wir. Toll, du sollst da hochklettern und nicht drüber springen. Oh. Ja, wenn man kleine Schritte machen will, sollte man schon. Ja, jetzt klappt's. Sollte man Shift-Taste drücken? Mal so ein bisschen. Ja, das ist ein graziler Gang. Okidoki. Oh, hier ist eine schöne Aussicht, ne? Oh, herrlich. Gucken wir mal. Nicht viel los, ne? So, suchen wir mal nach dem Ast. Okay. Was ist denn das hier? Das sind Grabsteine mit Blumen dran zur Verzierung. Jawohl. Okay, jetzt sehen wir auch die Harpie da hinten und die Snapper. Und noch mehr Getier. Oh, ich habe keinen Bock drauf. Da oben hoch. Was ist denn da los? Okay. Können wir nochmal unten irgendwo suchen?
Duftkraut. Was soll das denn? Gott, Heilwurzel, ein Hering. Duftkraut. Aha, aus dieser Pflanze wird. Das steht da unten, weil aus dieser Pflanze wird unser Weihrauch hergestellt, steht hier. Okay. Ich glaube, ich muss meine Kamera anders positionieren, also das Kamerafensterchen. Hier, da ist noch der Lögge. Oh, nee. Nee. Du kannst dich ruhig verziehen. Meine Lieben. Hier gibt es noch einen Fisch. Ja, jetzt soll ich einen großen Ast suchen. Auf der Insel. Deswegen bin ich erstmal wieder an den Strand zurückgekehrt. Super klasse. Ein bisschen springen hier. Ein bisschen schneller. Ich schätze mal, hier gibt es nichts. Na, klasse. Und großartig schwimmen will ich jetzt hier auch nicht. Menno, Menno, Menno. Ist der Lurker. Ich habe doch noch überhaupt gar keine Fähigkeiten hier. Stärke 30. Komischerweise habe ich eben gesehen, irgendwie Stärke 5, Stärke 5 und 10. War da irgendwie was? Immer nachdem ich irgendeine Quest erledigt hatte, hatte ich plötzlich Stärke bekommen. Also gibt es hier keine Lehrer oder... Normalerweise hat man immer Lehrer, um irgendwie Stärke, Geschick oder irgendwelche anderen Fähigkeiten aufzubessern, aber hier ist das anders und das finde ich gut, dass die Mods das immer anders machen, beziehungsweise die Modder, die Ersteller von anderen Spielen. Oh, das ist doch Mist. Also da brauche ich gar nicht hin. Ohne Waffe und dann nackt. Ja, ich wollte sie eigentlich mal anziehen, aber ich möchte mal wissen, ob ich nicht irgendwie was in der Bekleidung habe, damit ich wenigstens Rüstungsschutz habe. Gucken, was haben wir denn hier? Ist hier eine versteckte Ecke? Okay. Das sieht aus, als würden diese drei Steinchen hier was verbergen. Oder? Tolle Nummer. Okay, nicht zu nah an diesen Heinz ran, sonst sagt er wieder Gabriela. Gabriela. Und brüllt aber nicht. Okay, Heilkräutersche. Oh, in der Ecke waren wir noch nicht. Hier war da auch noch was. Halbpflänzle. So, bitte gib mir einen Ast. Nee, nur eine Wurzel. Noch eine Heilwurzel, hier ist noch was. Heilkräutersches. Ist auch noch was. Dann gucken wir mal. Ganz langsam mal rangehen. Was ist denn da los? Ach, da sind zwei Lurker. Oder wie, oder was, oder was, oder wie? Da ist noch was drin. Da schwimmt was drinne. Okay. Da scheint was zu sein. Also auf jeden Fall ist da ein Fisch. Jedenfalls sieht das so aus, als wäre da was drinne. Gut. Halbpflänzle. Was? Knochen eines Skelettes. Aha. Knochen eines Skelettes. Aha, das werden wohl die Flügelknochen werden. Ja, Kronstöckel, hey, immer wichtig für Gebräu.
permanente Tränke, immer ganz wichtig. Also jedenfalls für die normalen Gothic-Spiele. Halbpflänzle. Ja, also. Knochen haben wir schon. Na super. Duftkraut. Daraus wird unser Weihrauch gemacht, okay. Ups, nicht zu viel. Schwerer Ast. Das kann es sein. Aber was hat es denn hier mit den drei großen Steinen auf sich? Kann man da drauf, um da irgendwie auf das andere Felsgestein zu kommen? Das ist hier die Frage. Naja, auf jeden Fall, wir haben einen schweren Ast gefunden. Mal gucken, ob meine Frau Dad oder mein anderer Engel, Manuela. Aber jetzt werden wir von dem gleich wieder angeblafft. Was damit anfangen kann. Ich meine jetzt Manuela. Hey! Gabriela. Ja, ja. Hast aber spät reagiert. So. Jetzt haben wir endlich ein Ästchen gefunden. So, wo ist sie? Okay, hey, Mampf. Du! Ich habe hier einen schweren Ast für dich. Gut, ja. Ich habe es gerade aufgestellt. Mal sehen, ob es gerade steht. Hä? Okay, das mache ich jetzt nicht. Das ist hier Kameraführung. Und was meinst du? Also, ich finde es ganz hübsch. Was meinst du? Ich finde es ganz hübsch. Steht schon gerade. So ist es. Danke für die Hilfe. Ich gehe dann mal wieder zurück. Gabriela, was ist passiert? Das Kreuz. Ist es zusammengebrochen? Nein, aber das ist die Lösung für Pauls Pest. Wir müssen ein Ritual abhalten. Eine Seuchenaustreibung. Was brauchen wir dafür? Weihrauch, 4 Heilkräuter, ein Gebet und alle verdammten Gläubigen, die du auftreiben kannst. Können wir für den Weihrauch die vielen Duftkräuter hier verwenden? Ja, bring mir 4 davon. Ich stelle ihnen her. Geht klar. Aha. Also erstmal muss ich mal in meinem Inventar gucken, ob... Gabriela. Oh, nerv nicht. Er ist ja irgendwie... Naja. So, gucken, was haben wir denn hier? Wir haben hier Feldknöte, Ritsch, Kronstöckel, Heilwurzel. Und wo waren jetzt die Duftkräuter? Haben wir 2 Stück. Ja, okay. Die Quest haben wir eigentlich somit so schon erfüllt mit dem Kreuz. So, hey, du. Jetzt müssen wir nochmal hier zu Manuela und die Heilkräuter geben. Ich habe geben. Die Heilkräuter. Hervorragend. Gib sie mir. Und tschüss, jetzt haben wir Heilkräuter gegeben, nur Fahrt zur Hölle, das war glaube ich das. Ha. Manuela sagte, wir sollten eine rituelle Seuchenaustreibung durchführen, dafür braucht sie 4 Duftkräuter. Ein Gebet und alle meine Gläubigen, mal sehen, was ich auftreiben kann. Der einzige Gläubige, den ich im Moment habe, ist Egon. Ich frage mich, ob er die anderen dazu bringen kann, am Ritus teilzunehmen. Ich habe Manuela die Heilkräuter gegeben. Das heißt also, es fehlt noch ein Duftkraut. Haben wir ja eben gesehen. Im Inventar noch ein Duftkraut. Habe ich hier irgendwas übersehen? Das heißt also, ich darf wieder auf die Winde steigen. Die Winde steigen oder sie fallen und blasen. Über den kurz geschorenen Rasen. Ach, was erzähle ich da? Ja, manchmal habe ich solche Anwandlungen. So, Duftkräuter. Ich brauche noch ein Duftkraut. Hallo, Duftkraut. So, das ist ja nett, dass ich hier noch keine Verletzung erleide auf
Bei dieser Höhe. Gabriela. Silvio, der nervt. Was haben wir hier? Wir haben nur ein Heilkraut. Ich brauche ein Duftkraut. Ich habe noch hier eins versteckedeit. Nein. 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 Ich kann mir vorstellen, dass da unten was ist. Aber da komme ich doch nicht hin. Ich kann doch die Lurker noch nicht platt machen. So, jetzt erstmal hier systematisch über die Wiese setzen. Upsi-daisy, springen und lachen. Ich muss doch hier hoch. Da wird doch nichts versteckt sein, oder? Hey, hey, hey. Okay. Nee, das sieht nicht so aus, als könnte ich hier hoch. Nee. Ist leider nichts. Gut. Okay. Doki. Die läuft immer noch halbnackt hier rum. Tolle Nummer. So kann das sein, dass hier irgendwo ein Duftkraut ist. Da hinten ist eins. Aber ich habe keinen Geschwindigkeitstrank. Was soll ich das riskieren? Toll. Speichern. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten was. Ja. Ah, siehst du? Wusste ich's doch. Oh nee. Und? Lies die Harp hier ab von mir. Oh, Glück gehabt. Ja, so wie ich das aussehe, muss ich die Harpien auch irgendwann mal erlegen wegen der Flügel. Oh, jetzt kommt wieder dieser Heinz hier. Er klingt ja eigentlich wie ein Schwuli hier. Gabriela. Ja, ist gut. So, Manuela, jetzt haben wir auch 4 Duftkräuterchen. Hey du. Hier hast du die Duftkräuter. Danke. Komm her, Mistvieh. Ich hab's immer noch drauf. Komm jetzt her, krieg ich den Mistvieh weniger. Hä? Jetzt wurde was gespawnt. Hey. Was? Wir hatten da jetzt, weiß ich nicht, Egon. Hilf mir, bete für mich. Okay, hilf mir. Hilf mir! Was ist denn, Gabriela? Ich habe Paul die Pest auf den Hals gewünscht. Er hat nur noch wenige Tage zu leben. Mein Gott. Genau. Manuela hat aber eine Heilung gefunden. Ich brauche dich dafür. Du musst mit uns ein Gebet sprechen, damit wir ihm die Seuche austreiben können. Und wenn du deine Freunde überreden könntest... Verstehe. Ich werde mal mit Silvio und Norbert reden. Na, ja, das wollen wir mal sehen. Oh, er hat's aber heilig. Das finde ich gut. Das hat er doch vorher gewusst. Das sind doch alles nur Gerüchte. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Möglich ist alles. Also das hat nichts mit dem Gebet zu tun, ne? Meine Meinung will ja keiner hören. Schön. Okay, ist noch nichts. Norbert, auch nix. Warum erfahre ich das jetzt erst? Denke immer, da hinten ist noch einer. Ja doch, der Paul. Dass sich daran was ändert. Mich fragt ja keiner. Norbert, der dürfte noch gar nichts sagen. Skelettknochen geben? Bohnenstochel? Mich fragt ja keiner. Ach so, als Heilungsversuch. Nee. Ich habe so einiges gehört. Das werde ich ja wohl nicht machen. Warum erfahre ich das jetzt erst? Lok. Fahr zur Hölle.
So, die Duftkräuter sind sicher bei Manuela angekommen. Egon wird mir jetzt helfen. Er ist bereits am Ritus teilzunehmen. Ist aber auch, ja klar. Und seine sogenannte Freunde zu überreden. Ja, das hört sich doch gut an. Bloß wie lange? Davon lasse ich lieber die Finger. Man erzählt sich ja so einiges. Hä? Ich kann das nicht. Stopp mal. Hat die sich jetzt unsichtbar gemacht oder was? Das war doch klar. Manuela hat sich unsichtbar gemacht. Oder ist das ein Bug? Ja, man weiß bei Manuela nie. Egon hat sich bereit erklärt, uns zu helfen. Er will auch die anderen überreden, beim Ritual mitzumachen. Das sind gute Nachrichten. Meine Meinung will ja keiner hören. Genau das habe ich. Mach dich mal sichtbar da. Der mal gruseliger. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Robert, Egon. Ich habe gerade eben mit den beiden gesprochen. Und? Super. Norbert ist es im Grunde egal. Er würde im Zweifelsfall mitmachen. Und Silvio? Der will mit dir nochmal persönlich darüber sprechen. Er sah auf jeden Fall nicht besonders angetan aus. Der Silvio. War wieder klar. Gabriela. Ja, ich weiß. Was hast du mir zu sagen? Egon hat eben versucht, mich zu mitmachen, bei so einem Ritual zu bewegen. Und wieso hörst du nicht auf ihn? Ganz einfach, weil du schuld an diesem Dilemma bist. Wieso sollte ich dann bitte helfen, hm? Weil er dein Freund ist, du Sturkopf. Ist das etwa nichts? Nein. Ich will vorher wissen, ob es denn überhaupt etwas bringt, mich bei diesem Ritual lächerlich zu machen. So? Was hätte der Herr denn gerne als Beweis? Eine Zukunftsvision? Oder Statistiken? Als ob es so etwas davon geben würde. Da sind wir einer Meinung. Na gut, ich helfe dir. Falls es aber fehlschlägt, bist du deine Jungfräulichkeit los. Hey, wieder. Du gehörst in die Hölle. Oh nein, ich bin der Satan persönlich. Sicher, ich bin ein wahrer Satan, hör gut zu und... Wie ging das nochmal? Naja, was mich... Wenn ich jetzt sage, bete für mich, ist dann denn schon die Quest oder was? Bete für mich. Selbstverständlich, ich werde sofort anfangen, mein Engel. Und Nopse? Nopse macht noch nichts, der futtert sich drüben voll. Okay. Wie Lok sagt, fahr zur Hölle. Eins im Hinterkopf, zumindest habe ich ihn dazu gebracht zu helfen. Da Paul sein Freund ist, sollte er sich eigentlich selbstverständlich sein. Was denkt er sich denn? Naja, Männer. Wenn es um irgendwas geht, dann machen sie alle, ziehen sie alle den Schwanz ein. So, Manuela ist immer noch unsichtbar. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Perfekt, dann lass uns schnell mit der Seuchenaustreibung beginnen. Du bringst Paul bitte dorthin. Dorthin? Hä, wo ist sie denn hin? Also irgendwas ist wahrscheinlich irgendwie ein Bug. Aber sie ist ja ein Engel. Bei Engeln ist ja alles möglich heutzutage. Du bringst Paul bitte dorthin. Dorthin, Paul. Egon haben wir ja schon. Paul heißt er. Achso, Paul. Das ist der Kranke. Paul? Komm mit. Wohin? Zum Kreuz. Wir werden dort ein Ritual abhalten. Okay. Ich glaube, Norbert muss ich noch aktivieren. Nö. Er hat doch gesagt, ihm ist das egal. Ach. Okay. Oh, die Fliegen im Hintergrund summen mit. Das ist schön. Ach, schau mal, was hier liegt. Ein Schnäppe. 4 Snapper-Sehnen. Aha. Das ist ja interessant, Snapper sehen.
Noch ein Snap. Ach, das war das, was die eben... Nichts zu holen. Was die eben gekillt haben. Jo, und jetzt? Hey. Ende. Silvio. Paul. Wohnstöckel geben, Snapper sehen geben. Nö, das werde ich ihm nicht geben. Egon. Okay. Hey. Manuela. Lass uns beginnen. Herr, erhöre uns. Ich habe einen schweren Fehler gemacht und dafür jemanden leiden lassen. Vergib mir meine Schuld und heile ihn von seiner Qual. Oh, ich fühle, wie die Seuche mich verlässt. Tut mir leid, das hätte ich nicht tun dürfen. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst. Bitte tu das nie wieder. Ich mache auch alles, was du willst. Dann glaubst du an Engel? Wenn es das ist, was du willst. Dann bete für mich. Bete für mich. Wie du meinst. Es ist mir egal, ob Paul nun aus Angst vor dir an Engel glaubt oder nicht. Meine Wahrnehmung von dir beeinflusst das keineswegs. Das war jetzt Silvio. So, irgendwann will ich das Manuel wieder... Da ist nichts zu holen. Manuel, Manuela wieder... sichtbar wird. Warum die jetzt unsichtbar ist, wissen wir nicht. Das werden wir Gabriela. Dann... Gabriela. Was will der denn jetzt? Der steht doch nicht am Tor. Wahrscheinlich will er überhaupt nichts mehr von mir wissen. Das glaube ich nämlich. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas erledigt haben. Weigerung. Ach, das sieht gut aus. Die erfüllte Mission, Fahrt zur Hölle, ein Kreuz fürs Lager und Heilung für Egon. Haben wir geschafft. So, Silvio ist noch ein bisschen zu beeinflussen. Flügel herstellen und der wahre Glauben. Ja, dann gucken wir noch mal eben hier nach Norbert, der jetzt mal schläft. Und dann noch was zu tun ist. Ja, ist gut. Okay, Ende. Okay, und hiermit ist es auch der Ende des zweiten Teils bei Gefallene Engel. Schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich im dritten Teil. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ciao.